Hallo, 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 der Leo hier mit Let's Play Bunny Must Die und dass ich hier eingesetzt habe, ist schon mal ziemlich klug. Wir sehen uns gleich wieder nach Backtracking, yeehaw! Die erste Kleinigkeit, die man zeigen könnte, wäre, wenn man hier drauf guckt, sieht man dort einen Raum links von mir, aber der erste Boss war eine lila Kugel. Wenn ich jetzt reingehe, ist dort eine Uhr. Wenn ich die Zeit anhalte... Seltsam, was geht hier vor sich? Ist da jemand, der diesen Teufel besiegt hat, bevor ich es konnte? Und dann läuft das Mädchen weiter. Grandios. Und die Kugel ist verschwunden. So, damit wäre das kurz erledigt. Und weiter geht's. So, der erste Ort, den ich noch wollte, wäre hier gewesen. Diese Barriere hier war vorher zu. Und jetzt können wir hier durch. Was es hier gibt, ist ziemlich simpel. Hier spielt jemand Donkey Kong mit uns. Und wir müssen hoch. 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 Bitte ganz hoch. Ganz hoch, danke. Und wegen diesem Hasen hier können wir keine Zeitfähigkeiten benutzen, was die Sache schon mal ein wenig fick dich. Ja, wir können keine Zeitfähigkeiten benutzen, aber da ist eine Plattform, die uns notfalls rausbringt. Das heißt, wir haben eine Puppe bekommen. Jetzt haben wir insgesamt 14, aber ich muss noch weiter hoch. So, jetzt bin ich da, wo ich sein wollte, und zwar hier oben. Ja, ich habe den Raum über mir schon aufgedeckt, das war ein Versehen, weil ich gerade da... hochgegangen bin und eigentlich dachte, ich hätte noch einen Raum weiter gemusst, aber nein, hier oben, wir haben da rechts den Walljump her und ja, und hier oben gibt es eine gelbe Tür, deswegen komme ich erst jetzt hier hin, aber ich wollte unbedingt jetzt hier hin und nicht erst noch rechts oben in das Blaue, denn hier gibt es ein grandioses Item, wenn ich das da reinschaffe und dann da, upp. Rüber schaffe und dann darüber schaffe und dann hier die Zeit zurückspule und es dann so total nicht darüber schaffe, aber darf ich hier rein. Yay! So, jetzt kriege ich Dynamite Bunny. Hat die Eigenschaft, ein wenig dicker zu sein, dementsprechend schwerer und stabiler, was jetzt nicht im geringsten negativ gemeint ist, so an sich. Gut, sie ist ziemlich... das ziemliche Gegenteil von agil, aber sie ist stark. Sie kann zum Beispiel hier so zwei Waffen auf einmal feuern. Das macht sie mit jeder Waffe. Sie feuert zwei Dolche, sie feuert zwei Sie feuert zwei Raketen und sie hat ein verstärktes Schwert. Nein, sie hat nicht zwei Schwerter, sie hat ein verstärktes Schwert, das ist dann rot. Was kann sie noch? Sie nimmt weniger Schaden. Und sie verursacht mehr Stampfschaden. Hier, man kann das nochmal mit dem Boomerang zeigen. Boom, 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 boom. Volles Chaos und so, ne? Und hier so ein Stachel macht mir auch nicht mehr so viel. Allerdings... ist dafür ihre Sprunghöhe minimiert und sowas hier kann auch mal passieren. Oh shit, ich bin gesprungen, ich falle einfach mal runter. No. Und dann schlage ich irgendwann unten auf. So, jetzt wo das allerdings erledigt wäre, hier nochmal zwei Messer, haha, voll genial. Das Ding ist so nützlich, dass ich mir das unbedingt holen wollte, bevor ich in das nächste Gebiet gehe. Denn das nächste Gebiet liegt jetzt vor uns und zwar... werde ich da wieder hinschneiden, also bis gleich. Ich hatte nur schnell noch den Anzug ein wenig erklären wollen. Bam, bam. So, von hier geht es dann weiter. Hier war die Abzweigung von wegen, oh, hoch oder runter. Und ich sehe gerade, ich habe da noch einen Raum verpasst. Oh, ein Hallo Raum. Oder auch nicht. Ach, warum halte ich überhaupt die Zeit an? Ich habe keine Ahnung. Das war schon mal schlecht. Hep, hep, hep. Nein! Tot. Gut, dieses Herz, was ich aus irgendeinem mir unbekannten Grund übersehen habe, ist dann wohl jetzt das erste Ziel, denn damit wäre die Life-Leiste komplett voll. Was grandios wäre. Geht das so vielleicht? Nein. Wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte, geht das dann? Nö. Ja, das ist gut, wenn man natürlich voll die Ahnung hat, wie man das Ganze am besten macht. Hey, cool. Ah, es gäbe mehrere Wege. Ich könnte, ja, wieder diesen Sprung versuchen. Hep, hep, hep. Und dann da den richtigen Walljump anbringen. Ja. Klappt alles sehr gut. Ich glaube, jetzt schaffe ich es auch so. Perfekt. Empty Vessel. Das letzte. Damit ist die Lebensleiste komplett voll. Was? Autsch.
Autsch. Autsch, ist gut. Mir schon mal sehr gut gefällt. Denn jetzt fehlen uns nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Zeit-Power-Ups und ich glaube 2 oder eine Fähigkeit, die darüber folgen. So, einmal zurückspulen, nochmal zurückspulen. Dann ist man hier drin. Und kommt weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch in das Spielzeug-Lego-Gebiet. Von der Farbe her. So, wollen wir doch gleich mal rein. Wir haben eine rote Tür vor uns und legen da eine gelbe Kugel hin. What the fuck? Ist das nicht ein Fehler? Was war das für eine Stimme? Ja, die ist falsch. Der echte ist hier hinter versteckt, was ich total nett und fair finde. Und hier haben wir Kampfer. Oh, fick dich, Hase. Ich glaube, für dich würde ich mich gerne einmal verwandeln und nochmal zurückgehen und mich heilen. Haha. Mal sehen, was haben wir hier noch für Waffen? Haben wir hier irgendwas? Nein. Dann fliege ich einfach mal ein bisschen in dich rein und Feuer und Feuer und Feuer und Feuer und Feuer und guck, wer der Stärkere ist. Das bin ich. Sehr gut. Haha. Buhu. Wer hätte was anderes erwartet, ganz ehrlich. So, jetzt geht es. Autsch. Da durch. Und hier. Oh, noch so ein Viech. Komm du mal her. Genau, komm du mal her. Und fang dir von hier meinen Boomerang, während ich da mit Medusa-Heads zu kämpfen habe. Das ist nicht schwierig, das ist nicht schwierig. Außerdem nerven nur ein paar Medusa-Heads, aber wen juckt das schon? Da-da-la, und jetzt habe ich die Messer sehr gut. Denn mit den Messern wird der erste Bosskampf ziemlich angenehm. Wollen wir noch da hochkommen? Achso, ja. Ach Gottchen. Sie ist so fett und langsam. So, habe ich die Messer? Ich habe die Messer, sehr gut. Also, der Kürbispapst oder was auch immer, hier bin ich sicher, yay, kann nur angegriffen werden, wenn er sein Schild entfernt. Und er entfernt sein Schild auf mehrere Weisen. Entweder nachdem ich alle, na fick dich doch, Kürbisse besiegt habe, oder indem ich warte. Wobei warten definitiv die angenehmere Lösung ist, wie ich finde. Zumindest wenn man, so wie ich, eigentlich einen Safe-Spot finden kann. Oder natürlich, jetzt kann ich die andere Form zeigen, tada, Kürbisse tot. Er geht in den Wutmodus und feuert einfach mal selber ein bisschen was ab. Was allerdings auch keine so große Gefahr ist. Hier, lalalala, tralalala, und du kriegst voll auf den Sack. So, das ist die einzig gefährliche Form, die mit den 6 Kürbissen. Wobei die hier anscheinend auch ziemlich sicher ist, das habe ich noch gar nicht so bemerkt. Tatsache, hier steht man gut. Also einfach abwarten, bis man eine bessere Form erwischt als die 6 Kürbisse, würde ich sagen. Ja, die 2 Kürbisse sind ziemlich angenehm, wenn ich mich in die richtige Richtung drehe, natürlich. Hey, so, jetzt kriegst du wieder ein paar Messer ab und du schießt und dann kriegst du gleich wieder ein paar Messer ab. Und du schießt die andere Richtung. Ich drehe mich, weil ich dann auch die treffe und du bist gleich so tot. Nein, du lebst noch. Super. Und sie dreht sich nicht. Hm, jetzt bist du tot. Ja, hey. Erster Boss ist damit Geschichte. Ich verwandle mich zurück, damit ich ein wenig agiler bin und hier gleich, ja, durchkomme. Vielen Dank, Medusa-Head. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Also, die Bosse erledigt man am besten wirklich mit dem pinken Hasen und, nein, dem lila Hasen, und die Level-Räume dazwischen macht man mit dem Bunny-Bunny. Bunny-Bunny. Will ich dann nur noch hochkommen, ohne mir groß weh zu tun. Dankeschön. Komm, geh da hoch. Geh da verdammt nochmal hoch. Dummes Hasenviech. So, du musst erstmal verschwinden, damit ich an die Puppe da oben dran komme. Sehr gut. Der erste Schritt erledigt. Und jetzt kann man das Ganze ein wenig austricksen. Man müsste eigentlich den Schalter drücken, damit diese Tür runtergeht. Man kann aber genauso gut hier einen Walljump hin machen. Und kommt eigentlich auch da hoch. Wenn man sich nicht so dumm anstellt, wie ich das gerade tue. Jetzt! Nein. Yeah. Jetzt, ja, sehr gut. Das wäre erledigt. Yay. Da ist das Schwert. Das Schwert ist gegen den zweiten eigentlich ganz okay. Probiere ich es mal mit dem Schwert. Notfalls krepiere ich halt und kann dann die andere Waffe benutzen. Und jetzt falle ich erstmal wieder komplett runter. Nein, nicht komplett, aber ziemlich weit runter. Was mich eine Menge HP kostet. Deswegen werde ich noch einmal da hochgehen zum Speicherpunkt. Und vielleicht vorher den Hasen da schlachten. Der nervt mich. Hörst du mich? Du nervst. Jetzt bist du tot. Die Strafe für jede Nervensäge. Der tobt. Ach, das ist das Viech. Okay, ja, da wäre das Messer bedeutend angenehmer gewesen.
Ja, das ist nicht gut. Nein, das ist sowas von... Muss ich mich sogar zurückverwandeln, um überhaupt so hochzukommen. Und ja, leck mich am Arsch. Okay, das wird mit dem Messer im nächsten Durchgang bedeutend angenehmer, weil... Ja, ne? Scheißwaffe. Das Schwert ist bei so vielen Bossen so nützlich, aber bei ihm irgendwie so gar nicht. Ein Glück, dass ich jetzt Messer bekomme. Ich wollte nicht speichern, ich wollte mich zurückverwandeln. Das wollte ich auch alles nicht. Sehr toll. Tralalalala, lalalala, und der Hase ist tot. Und jetzt sollte ich da eigentlich durchkommen. So, ausweichen. Und ausweichen. Und wenn man dann die richtige Taste drücken würde, was zur Hölle ist los? Okay. Return to title, dankeschön. Wieder da hoch, dankeschön. Wieder in den dicken Hasen, dankeschön. Und jetzt wieder den Hasen schlachten. Nom 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 Hase. Nom 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 Hase. Zurückverwandeln. Zeit auffüllen. Hep. Da unten rein. Verwandeln. Und den Kampf beginnen. Also man kämpft eigentlich, indem man einfach nur hochfeuert. Stur, hochfeuern, zwischendurch mal drehen. Wenn die Kürbisse blöd kommen und das war's. Das macht diesen Kampf ziemlich man könnte fast sagen langweilig, aber guckt mal, wie toll er sich hier hinstellt und sich einfach von mir treffen lässt. Tralala. 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 Oh, ist das schwierig. Oh, ist das schwierig. Ich frage mich, warum er so schwierig ist. Ich kann ihn nicht besiegen. Nein. Niemals. Nicht in 100 Jahren. Ach so, jetzt macht er seine zweite Form. Okay. Die ist lustig. Da muss ich mich dann umstellen. Gut. Da stampft er auf den Boden, aber wenn man sich dann so hinstellt, ah, ist alles kein Problem. Dieser Boss ist ziemlich schnell tot. Und zwar genau. Drehst du dich bitte. Kommst du her? Gehst du jetzt einfach kaputt? Dankeschön. Stirb. Ich bin schon mal wieder der normale Hase und gehe zurück. Gehe ich zurück? Na, ich gehe weiter. Ich schaffe das auch so. Ja, hier kommt nicht viel. Zumindest nicht viel Gefährliches. Ich kann mich auch in den Hasen verwandeln. Hey, hey, dann frisst du noch mehr Messer. Oh, du bist tot. Wie schade. Jetzt kann ich mich zurückverwandeln. Ja, das ist klug. Klug, klug, klug. So, ihr seid die letzte Bedrohung. Ihr seid die letzte Bedrohung. Die letzte Bedrohung. Du bist tot und jetzt kann ich die Zeit anhalten. Aha, jetzt feuern die Viecher nicht mehr und diese Blöcke fallen nicht runter. Die da bewegen sich zwar noch, aber die anderen fallen nicht. Sie würden eigentlich runterfallen. Und ich könnte die Teile sogar kaputt machen, fällt mir gerade. Nein, das frisst meine Zeit. Ich bin so dumm. Ich bin ja so doof. Egal. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich da rüberkomme und dann mich verwandle. Yay. Okay, der dritte. Der dritte ist unangenehm. Der dritte ist der unfeinst von allen. Der Gaukler. Was macht man gegen den Gaukler? Den Gaukler, den bekämpft man eigentlich so wie die anderen meinen, aber der Gaukler ist halt unschön. Wegen späteren Formen. Wenn ich dazu gleich kommen würde, bitte. Heute noch. Komm jetzt hier rüber. Danke. Schluck meine Messer und stirb endlich. Ja, diese Form. Die ist lustig. Die macht Spaß. Hey. Ach, die Form ist rum. Wow, das war angenehm. Das war angenehm. Diese Form würde mich so nerven. Ich würde vielleicht sogar ein wenig schreien, weil sie einfach nur dumm und überflüssig ist. Aber hey, solange man in der Mitte steht, kann einem eh nicht viel passieren. Denn solange man in der Mitte steht, ist der Rückstoß nicht so stark, dass man in die Stacheln fallen könnte. Und solange das nicht passiert, ist dieser Kampf auch witzlos. So, jetzt will ich die Zeit anhalten. Messer hochfeuern, so viel ich habe. Zeit starten und er ist tot. Wupp, wupp. Welch ein schwerer Bosskampf. Und jetzt gehe ich nach rechts weiter, denn da drüben ist gleich ein Speicherpunkt. Genau. Den ich nur noch irgendwie lebend erreichen muss. Ungefähr so.